Ich grüße dich, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute haben wir eine Xbox Series X hier auf dem Tisch. Diese ist komplett tot. Sie macht nichts mehr, kein Piepsen, kein Leuchten. Der Besitzer sagte mir, sie ist beim Spielen einfach ausgegangen und seitdem ist sie wirklich tot. Seine Vermutung liegt auf dem Netzteil, dass dieses defekt ist. Ich sagte ihm aber, dass bevor hier nichts durchgemessen ist, kann man es nicht sagen und aus Erfahrung, es ist recht seltenes Netzteil, was denn auch wirklich kaputt ist. Ich kann in letzter Zeit in den Kommentaren gut verfolgen, dass vom Kauf der PS5 zum Beispiel abgeraten wird, da eben aufgrund der Menge an PS5 Reparaturvideos eben gedacht wird und geäußert wird, dass, hey, das Ding ist total anfällig, geht schnell kaputt und die Series X ist doch tausendmal besser gebaut und stabiler und fällt nicht so oft aus wie eine PlayStation. Aber sorry Leute, den Zahn muss ich euch leider, leider ziehen. Denn die Xbox Series X hat auch eine gewisse Ausfallrate. Sie trudelt hier zu Reparaturen auch recht oft ein. Und sie hat genauso wie die PlayStation 5 ihre bekannten Macken, Fehler und fällt genauso aus wie die PlayStation 5. Zu sagen, das eine Gerät ist besser als das andere, kann ich aus meiner Warte nicht machen. Sie sind beide gut und haben beide ihre Macken. Reparieren wir sie. Wunderbar. Schauen wir sie uns an. Ganz normal, nicht zu vermeiden. Am Kühlkörper die Staubablagerung. Aber für den Zeitraum recht okay. Schauen wir zunächst, ob wir einen Masseschluss im Netzteil haben. Nein, alles wunderbar. Da ist kein Masseschluss vorhanden. Schauen wir uns die Power Array vom Mainboard an. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier einen Masseschluss. Bedeutet, das Netzteil ist vollkommen in Ordnung und der Kurzschluss ist auf der Platine. Bei diesem Fehlerbild ist oftmals irgendwas bei der Spannungsaufteilung nicht in Ordnung. Schauen wir nochmal. Hier ist die Masseseite. Natürlich Durchgang. Das ist die 12-Volt-Line. Hier haben wir 06, 07. Das darf nicht sein. Wir geben jetzt auf die 12-Volt-Line etwas Strom drauf und schauen, was uns die Temperaturen hier verraten. Hier hatte ich irgendwo einen Hotspot gehabt, da schauen wir jetzt genauer hin. Ja, und hier ist er. Es ist der zweite. Diesen werden wir austauschen.
Schande über mein Haupt. Ich habe vergessen, die Mikroskopkamera zu starten. Es tut mir leid, aber ihr habt nicht super viel verpasst. Ich habe eben den kleinen Power-MOSFET hier runtergenommen, habe jetzt das alte Lot weggemacht, habe neues aufgetragen. Jetzt mache ich sauber. Dann kommt ein neuer rauf. Schauen wir nochmal, ob immer noch ein Short vorhanden ist. Nein, der Short ist weg. Genauso hier, nichts mehr vorhanden. Zur Masse selbstverständlich ein Short, aber zur 12-Volt-Line rein gar nichts mehr. So soll es sein. Bauen wir sie zusammen und testen es. Wunderbar. Sie ist schon mal an. Schon mal viel mehr wert als vorher. Und es gibt eine Bildausgabe. Perfekt. Einfach perfekt. So, das gute Stück ist repariert. Jetzt wieder die übliche Prozedur. Ich baue sie auseinander, neue Wärmeleitpaste drauf, reinigen, richtig zusammenbauen, ein Stündchen testen, dann ist sie fertig. Und nochmal wegen den Kommentaren, ob Xbox Series oder PS5, keine ist besser, keine ist schlechter. Beide haben ihre Kinderkrankheiten, beide gehen kaputt. Es sind einfach mehr PS5er im Umlauf, daher trudeln hier auch mehr ein. Aber die Series läuft nicht stabiler oder dergleichen. Sie geht genauso kaputt wie jedes andere Gerät auch. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Video was mitnehmen. Wenn ja, lasst mir ein paar Daumen da, da freue ich mich drüber. Und wenn ihr noch nicht unten auf Abonnieren geklickt habt, würde ich mich darüber auch richtig riesig freuen. Bis zur nächsten Aufnahme.